Jo Leute und herzlich willkommen zu einem Video, was ihr wahrscheinlich nicht erwartet hättet. Ich spiele mit einem Free-Client und ja, ich wollte den einmal zeigen. Ich werde noch wahrscheinlich irgendwann mal ein Video machen, wo ich zeige, wie man den installiert. Aber hier heute zum Gameplay. Das Witzigste an dem Client und das Schönste an dem Client ist für mich ja das HUD und das GUI, weil das tatsächlich von jemandem gemacht wurde, der für mich auch schon sehr oft Designs gemacht hat. Und es ist zwar ein bisschen krüppelig umgesetzt, muss ich sagen. Es könnte schöner sein, weil ich kenne das Original, wie es aussehen sollte. Aber wenigstens gibt es auch sowas wie die Suchleiste und so. Also, es wurde auch nicht alles umgesetzt, leider, aber gerade das Radar und die ganze linke Seite sieht total super aus. Und deshalb sehen wir uns dann gleich in-game mit dem Client und vielleicht auch noch auf einem anderen Server und dann zeige ich euch mal, was der Client so kann. So, da sind wir dann jetzt auch schon in der Runde in-game und warten kurz darauf noch, dass das Game startet. Aber der Client hat wirklich alles. Ich meine, wie gesagt, auf CubeCraft, wenn man Disable hat, ist so ziemlich alles aus, dann ist es einfach so ziemlich Vanilla-Anti-Cheat. Und das werdet ihr gleich dann halt auch merken. Das ist schon ganz witzig. Das geht mit Rio übrigens auch. Und da bin ich auch schon gestorben. Perfekt. Der Fly ist ja sehr, sehr gut eingestellt. Also kann man gut kontrollieren. Der Client lädt übrigens Configs automatisch. Also das ist die Config, womit der Client kommt. Das ist ein bisschen schnell, würde ich behaupten. Man kann ihn nicht langsamer einstellen. Oh, doch. Man kann ihn langsam einstellen, okay. Ich habe keine Ahnung, warum die Runde überhaupt startet. Aber egal. Ich nehme es mal mit und guck, ob mein Speed jetzt schneller besser eingestellt ist. Schneller wäre nicht gut. Schneller wäre überhaupt nicht gut. So, das sieht doch praktisch aus. Oh, Chest Aura gibt es anscheinend auch. Das ist cool. Da lobe ich den Client gerne für. Das finde ich sehr cool. Bin ich gerade auch automatisch gesprungen oder sowas? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich bin komplett verwirrt gerade, was hier abgeht. Geht Fast Use? Wenn es geht, ist es anscheinend nicht drin, keine Ahnung. Wo ist der? Ach, da hinten. Sind überhaupt Visuals nicht von Anfang an? Ist das so wie bei Eject, dass Visuals nicht mehr. Ja, genau, ich suche nach Visuals, Alter. Name Tags. So, oh mein Gott, sind die hässlich. Was ist da denn geschehen? Was? So, da sind wir dann auch schon in der nächsten Runde. Und Junge, die Healthbar tickt einfach runter, so mit den Sekunden. Ist ein wildes Feature vom Server. Oder war das die Levelbar? Junge, ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt keine Scheiße labern, aber naja. So. Dankeschön fürs Rüstungen looten. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich hier den Feig. Oh nein. Okay, ich kann hochfliegen, ich kann hochfliegen. Das wusste ich nicht. Strong, sehr strong. Wichtig und richtig. Ah, oh Gott, Alter. Ich muss mich echt mal dran gewöhnen, das ist echt schlimm. Das ist wirklich richtig schlimm. Erstmal auch ein bisschen heilen. Ist das dumm alles hier? Das ist ja wirklich alles richtig dumm. Einmal hier in die Mitte fliegen. Gott, Hilfe. Nein, ich will nicht sterben. Oh Gott. Ganz knappe Angelegenheit. Goldener Apfel. Sehr, sehr wichtig und richtig. Kann ich. Ich muss mit Chest Aura gleich mal beenden, weil das könnte noch nerven, wenn das irgendwie im Kampf passiert. Hallo. Okay. Okay. Das ist gut gelaufen. Ich dachte, es wird erheblich schlimmer laufen. Oh, Junge, Alter. Ich habe echt Glück gerade, meine Fresse. So, hallo. Also das funktioniert schon mal gut. Ich glaube, in Rio würde ich definitiv besser zurechtkommen, aber ich kann mich nicht beschweren für einen Free Client, also wirklich nicht. Das ist alles super. Und da will ich irgendwie gerade nicht so runtergehen. Wir holen uns erstmal den da drüben. Irgendwie muss man den Fly manchmal doppelt antoggeln, das ist ganz komisch. Also irgendwas ist da nicht richtig. Falls hier die echten Developer-Menschen zugucken, fix das mal. Danke. Vielleicht ist das ja auch so gewollt, aber keine Ahnung.
Ist schon komisch, wenn man den Flyer anmacht und dass dann nichts passiert. Das ist halt nicht so verlässlich, versteht ihr? So, gehen wir mal hier runter. Ah, man kann durch Wand schlagen. Ja, perfekt. Ja gut, das war doch mal eine wunderschöne Runde, würde ich sagen. 9 Kills. Ich bin so gut in diesem Spiel. Der nächste Server ist dann auch schon Hypixel. Ist ja so ziemlich der beliebteste Server. Und hier ist der Client auch ganz gut. Was ich sagen muss, ist, andere Server haben ein bisschen outdated Configs. Und auf BlocksMC kam ich leider nicht auf. BlocksMC ist der Client wohl auch gut. Habe ich gesehen. Und hier geht einfach der Chest-Sealer nicht in der Hypixel-Config. Ich habe keine Ahnung von Configs und sonst irgendwas bei dem Client, deshalb lasse ich das mal lieber. Wenn man Leertaste drückt, hat man so einen schnellen, coolen Scaffold Walk, was ganz cool ist. Das ist sozusagen deren Tower oder keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, wie ich das nennen soll. So einen kleinen B-Hop-Speed haben die auch. Und Autoblock geht, glaube ich, auch. Werde ich gleich beim Kampf sehen, wie viel Schaden wir kriegen. Oh Gott, Touch Damage, also Stärke. ganz kritisch kurz gewesen, aber naja. Hallo. Oh, Junge. Der hat ja absolut mein Leben zerstört. Oh Gott. Ganz knappe Angelegenheit hier. Ich. Okay, warum? So. Hilfe. Nee. Nee, danke. Ich. Nee, danke. Muss nicht sein. Das ist so eine kritische Runde. Oh Gott. Ich muss gerade mal ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade schon 3 Runden gespielt und ich bin immer gestorben. Ich habe keine Ahnung, ob das mein Ping ist, aber ich sterbe echt schnell auf dem Server. Ich weiß nicht, ob der Autoblock schlecht ist oder keine Ahnung. Der Scaffold Walk ist echt ganz cool, werdet ihr ja gleich sehen. Wir spielen jetzt auf Hypixel, falls ihr es noch nicht gelesen habt, links. Und eigentlich ist der Client hier ganz cool, aber ich sterbe trotzdem ziemlich oft. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Und der Chest Sealer geht in der Config nicht, was auch ziemlich nervig ist, muss ich sagen. Sonst ist der Client hier aber echt ganz cool. Und das habe ich auch, glaube ich, erst 3-mal gesagt. Der Scaffold ist eigentlich ziemlich langsam, aber wenn man Leertaste drückt, ist der sehr, sehr schnell, wie man gerade gesehen hat. Das war halt der schnelle. Ja, werde ich gleich auch nochmal langsam zeigen. Und es ist sehr, sehr angenehm damit zu spielen. Jetzt funktioniert es ganz gut. Und jetzt habe ich auch gute Rüstung. Jetzt sollte ich eigentlich hoffentlich nicht mehr sterben. Keine Ahnung. Und das ist der B-Hop. Oh Gott, der hat Stärke. Nein. Und ein Cheater. Okay, das war ein Cheater. Deshalb lasse ich das mal drin. Dass man sieht, wie ich es im HVH performt. Ich wurde halt auch geflaggt und das ist mir halt auch in anderen Runden schon passiert. Also ich glaube, der Velocity muss ein bisschen geupdatet werden, aber sonst ist der Client hier echt ganz cool. Wir spielen definitiv noch eine zweite Runde, also keine Frage. Das andere Manko ist, auf manchen Servern waren die Configs auch outdated. Ich weiß, dass der Client noch auf BlocksMC geht, da komme ich aber gerade persönlich nicht drauf. Das liegt auch nicht am Client, aber ja, einfach IP-Issue. Und ja. Aber der Client ist hier eigentlich ganz cool. Habe ich auch schon mal in anderen Videos gesehen. Aber ja, ich sterbe trotzdem. Keine Ahnung, was soll ich denn sagen? Es tut mir leid. Ich möchte den Client nicht schlecht reden. Möchte ich auf gar keinen Fall. Ich sage nur, dass ich sterbe oft. Oh Gott, da ist ja schon jemand. Hilfe. Der hatte eine Brustplatte. Wo ist die hin? Natürlich ins Void gefallen. Natürlich ins Void gefallen. Was auch sonst. Hallo? Okay. Junge, ich werde einfach geflaggt, weil ich daherlaufe wegen den Blöcken, Mann. Das ist... Ach, am Ende ist es wirklich einfach nur mein Ping, also keine Ahnung, Mann. Das ist einfach äumelig hier. Aber vielleicht diese Runde sieht schon mal ganz gut aus. Keine Ahnung. Wird bestimmt laufen. Wir benutzen mal die goldenen Äpfel, die wir haben. Ist auch nice, dass wir, so viele davon haben und eine No-Slow sogar fürs Essen. Das ist echt ganz cool. Der hat gute Rüstung, da sollten wir aufpassen. Das ist sehr gut gelaufen. Der hat sich zwar auch nicht gewehrt. Wenn er sich gewehrt hätte, sähe es vielleicht anders aus, aber ich bin glücklich einfach. Okay,
Ich habe erst 5 Runden gespielt, Hilfe. Sehr klein, das sehe ich gut auf dem Server. Aber da band irgendwas Auto. Die Config muss definitiv geupdatet werden. Also meine Review vom Client ist, weil ich will jetzt nicht mehr auf mehr Servern noch spielen kann. Client ist gut. Configs müssen geupdatet werden. Vielleicht schneide ich eine Runde noch rein, die ich noch ausschneiden wollte. Sonst ist das Video zu kurz, keine Ahnung. Aber ladet euch den Client runter, wenn ihr wollt. Ihr müsst mit Werbung rechnen beim Runterladen. Und ja. Tschüss.